ich bin schon als erstes aufgestanden und ich fütter jetzt die Linda, weil die hat schon Hunger wie verrückt. Ich gehe jetzt bei Emma zu und ja, du kriegst jetzt was. Hallöchen, ja! Die mag auch nur dieses eine Futterchen, keine Ahnung warum. Ja, mag sie nur dieses eine Futterchen. Na, ja, miau. Jetzt muss ich das kneten, weil die Linda hat nicht mehr viele Zähne. Ich glaube, das sind sogar nur noch vier. Deshalb kann ich das noch nicht. Kann ich das nicht so gut essen? Oh, ist das rausgeputzt. Naja, egal. Heute, so Linda, heute hast du so ein Frühstück mit Chicken. Aha. Ja, oh, ich habe euch noch gar nicht guten Morgen gesagt. Guten Morgen, heute ist Marmeladentag 4. So, jetzt will ich noch schnell das Katzenklo sauber machen. Und dann mache ich mal so viel Krach, dass auch die anderen bald aufstehen, weil wir haben nämlich schon 8:30. Diese Schlafmützen kommen einfach nicht aus dem Bett. So, ich habe jetzt gerade die Haare gewaschen, weil wir wollen gleich noch ein Haarvideo machen. Und jetzt mache ich mal eine kleine Haareziele für euch. Also ich habe heute hier dieses Familienshampoo von Altrea benutzt. Das ist Bio-Orange und Bio-Kiwi. Das riecht auch voll lecker nach Orange. Die Kiwi riecht man nicht so, aber... Dann benutze ich noch immer hier diese Altrea Naturkosmetik Feuchtigkeitsspülung mit Granatapfel und Aloe Vera. Und das riecht auch immer total lecker. Und ja, die Haare waren danach auch super weich. So, jetzt gehe ich mit euch meinen Adventskalender öffnen. Sieht ziemlich dick aus. Das ist nur ein Tennisball. Ist. Eine Laschbadekugel. Wie cool. Oh, die riecht so gut. Das ist Monsterball. Also da steht Monsterball. Die Monsterbadebombe sorgt für eine schaurig schöne Badezeit. Hab keine Angst und wirf die Badebombe in die gefüllte Wanne. Bitte trocken lagern, selbst konservierend und veganer geeignet. Ah, die kenne ich. Die hat eine meiner Freundinnen auch. Die hat gesagt, das ist so ein Kakaobohnenauge. Die kann man sich am Ende einreiben, dann wird die Haut ganz weich. Das ist so ein Monster, das hier sind die Ohren, das ist so türkis. Und ich durfte auch beim Lash, glaube ich, mal eine so da reinwerfen und das war richtig schön. Ich habe ein Ding, damit mein Zimmer so schön danach riecht. Wo habe ich hier noch Platz? So, jetzt habe ich ein schönes Geruchszimmer. So, mal gucken, was ich heute noch filmen würde. Also, filmen werde. Weil wir wollten nämlich noch Plätzchen backen. Und ja, dann bis gleich. So, jetzt bin ich fertig für das Video und jetzt zeige ich euch mal, wie das hier so aussieht. Hier vorne haben wir eine Lampe, dann hängt da oben eine, der Decke und dann steht hier nochmal eine.
Meine Turnmatte ist hier noch damit, also nicht damit, sondern weil ich eben noch geturnt habe. Meinen chaotischen Schreibtisch sieht man natürlich nicht. Da ist mein Sessel und das filmen wir ja immer vor dem Regal. Und so sieht das halt aus. So, jetzt muss ich weitermachen. Goodbye. Hallo, wir waren gerade spazieren. Hier auf der Straße war gerade die Hölle los, weil da waren richtig viele Vögel. Und ein Falke, der hat sich eine Taube geschnappt. Und hier liegen jetzt überall sämtliche Vögel rum. Also nicht Vögel, sondern diese Federn. Da ist eine Feder, hier überall liegen total viele. Da liegt noch eine große Feder. Überall. Da liegt auch noch ein bisschen. Wir haben dann noch die Taube retten können. Die ist dann schnell weggeflogen. So, jetzt gehen wir nach Hause, weil wir wollen noch Plätzchen backen. Bis gleich. So, der Hack ist eigentlich fertig. Den Decker ist er auch. Und jetzt geht ans Backen. Also, am ersten Advent haben wir vergessen, Plätzchen zu backen. Und deshalb backen wir jetzt welche am zweiten Advent. Und das werden so. Das werden Vanillekipfel. So, ich glaube, das war es jetzt auch mit Marmelada Tag 4. Und ja, weil die Mama muss ja auch gleich noch das Video schneiden und das dauert ja auch ein bisschen. Ach so, und morgen ist ja auch wieder leider Schule. Dann wird der Marmelada, glaube ich, auch ein bisschen kürzer, weil ich habe da auch Turnen, da kann man auch sehr schlecht filmen, weil da ja auch noch andere Mädchen sind. Ich turne ja nicht einzeln, so macht das ja keinen Spaß. Und ja, dann kommt der Marmelada bestimmt auch später, aber dann sage ich für heute Tschüss und gebe dem Video bitte einen Daumen nach oben.